Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV und heute wollen wir mal über die Advanced Decline Line des Nasdaq 100 sprechen. Advanced Decline Line, Nasdaq 100, falls das jetzt für euch etwas ist, was mit dem ihr noch gar nichts anfangen könnt, dann bleibt jetzt mal auf jeden Fall dran, denn das ist eine ganz, ganz spannende Sache und da sieht man wieder mal, oder ihr werdet es gleich sehen, in den Details liegt oftmals die wahre Erkenntnis. Ich habe eine Frage bekommen und zwar hat mir der Ralf geschrieben und zwar in unserer Facebook-Gruppe Optionshandel für kleine Konten. Das ist exklusiv für die Kunden, die bei uns den Online-Lehrgang gekauft haben, Optionshandel für kleine Konten. Und darin wird ja unter anderem auch die Morgenroutine beschrieben. Und ein wichtiger Bestandteil dieser Morgenroutine sind die sogenannten Advanced Decline Lines. Advanced Decline Lines, was ist das? Ganz einfach gesagt, man nimmt einfach die Anzahl der gestiegenen Aktien, subtrahiert davon, also Minus ist das, die Anzahl der gefallenen Aktien und das, was dann als Wert rauskommt, addiert man einfach zum Vortageswert. Und damit erkennt man eigentlich, wie breit ist der Markt, wie gestaltet sich der Markt als Gesamtes. So, und jetzt muss man sich mal Folgendes vor Augen halten. Wir wollen damit erkennen oder wir versuchen damit zu erkennen, wie gesund ist der Markt. Ja? Das heißt also, wenn ein Markt, ein Index beispielsweise, wie eben jetzt der Nasdaq 100, wenn der ansteigt, dann sollte auch die Masse der Aktien, die darin enthalten sind, ansteigen. Und wenn ein Markt fällt, dann sollten eben auch die Masse der Aktien, die darin sind, fallen. Und dann wir versuchen dann sogenannte Divergenzen zu erkennen, sogenannte bullische und bärische Divergenzen. Das zeige ich euch dann gleich noch anhand eines Charts. So, und der Ralf hat mir jetzt hier auf Facebook geschrieben und zwar, Jens, ich hätte eine Frage. Sieht man aktuell in der Morgenroutine im Nasdaq eine bärische Divergenz? Und jetzt habe ich mir das angeschaut und gesagt, okay, das sieht aus wie eine bärische Divergenz, aber in meiner eigenen Morgenroutine habe ich die nicht gesehen, ganz im Gegenteil. Und jetzt bin ich mal ein bisschen ins Detail gegangen und habe mal ein bisschen geschaut und ich will euch das jetzt hier mal zeigen. Und zwar, der Ralf nimmt als Chart, Stockcharts, stockcharts.com, das ist eine kostenfreie Seite, die ihr nutzen könnt, wo ihr euch ganz viele Indizes anschauen könnt, Aktien, aber eben auch solche Indikatoren wie beispielsweise die Advanced Decline Line. Und da seht ihr hier, er hat hier das Symbol genommen, Dollarzeichen NRRD wie Dora. Und dann sieht man hier diese Linie. Und dann sieht man hier, ah, okay, der Nasdaq 100 rennt ja schon nach oben und diese Advanced Decline kommt nicht hinterher. Und das ist hier der Wochenchart. Und wenn man jetzt hier umschaltet auf den Daily, so, dann werdet ihr erkennen, aha, hier, ne, altes Hoch und er hat es noch nicht wieder geschafft. Also da muss doch eine bärische Divergenz da sein. Jetzt habe ich mir das so angeschaut, dieses Bild, und dachte, hey, das sieht wirklich komisch aus. Warum ist es bei dir anders? Und dann kam ich auf dieses Rätsels Lösung. Diese Advanced Decline Line ist nicht die Advanced Decline, die sich bezieht auf den Nasdaq 100, sondern auf den Nasdaq allgemein. Und die Nasdaq selbst ist ja ein breiter, oder ist ja eine Börse in New York, eine elektronische Börse, wo viele, viele tausend Aktien gehandelt werden. Und wir handeln aber immer den Nasdaq 100, das heißt die 100 größten Aktien. Und das ist auch das, wo du den Fokus darauf haben solltest. Und wenn du eben jetzt beispielsweise Indexoptionen handelst oder Future-Optionen auf den Nasdaq, dann wirst du immer den Nasdaq 100 handeln. Und dann brauchst du eben erstmal das richtige Symbol. Und das haben wir mal hier. Und zwar siehst du nämlich jetzt hier, sieht das Bild ganz anders aus. Und jetzt ist das Symbol zum Mitschreiben Dollarzeichen NDX. Denn der NDX, das ist der Nasdaq 100 ATB. Also Advanced Decline und dann P Percent heißt das. Und dann ist das so da, wer das jetzt bei sich mal im Chart nachbaut. Und das sieht der Chart ein bisschen anders aus. Das liegt daran, ihr müsst dann hier bei Type, also was soll das für ein Chart sein, könnt ihr hier alles Mögliche einstellen und da müsst ihr kumulativ einstellen. Okay? Müsst ihr kumulativ einstellen und dann bekommt ihr hier dieses Bild. Und wenn wir das uns jetzt mal anschauen, dann seht ihr, dass der Markt hier diese Advanced Decline Line schon ein neues Hoch gemacht hat. So, und jetzt gehen wir mal in mein Chartprogramm rein, in den Trade Navigator, weil da kann ich euch das ein bisschen besser noch zeigen. Und da sehen wir hier also an dieser Stelle,
der Chart nämlich ein bisschen größer und da kann man es ein bisschen besser erkennen. Also ihr seht hier, das ist diese Advanced Decline Line des Nasdaq 100 und ihr seht hier ganz klar, die hat schon wieder einen neuen Hochpunkt gemacht. Das heißt also, die ist schon nach oben ausgebrochen. Und jetzt nochmal überlegen, was heißt Advanced Decline? Advanced Decline heißt Anzahl der gestiegenen Aktien minus Anzahl der gefallenen Aktien plus Wert vom Vortag. Und das bedeutet, dass momentan die im Nasdaq 100 erhaltenen Aktien in der Masse steigen. Also die Mehrzahl dieser Aktien steigt und deswegen gibt es da hier schon ein neues Hoch. Und jetzt schauen wir uns das mal an im Vergleich zum Nasdaq 100. Das können wir hier machen. Und da sehen wir, ich gehe mal hier auf die Seite, und da sehen wir jetzt hier den NDX, also den Nasdaq 100, und hier sehen wir die dazugehörige Advanced Decline. Und was wir hier jetzt sehen, ist eben nicht, wie es der Ralf gefragt hat, eine bärische Divergenz, was bei ihm einfach daran lag, er hat den falschen Index eingestellt, sondern es ist eine bullische Divergenz. Also, ihr seht hier, wenn wir das einfach, oder wir machen mal das hier jetzt, wenn wir hier sagen, den Nasdaq, der hat noch kein neues Hoch erreicht. Das könnt ihr hier sehen. Der ist noch unter seinen Hochs, obwohl er jetzt seit Ende des vergangenen Jahres steigt. Wenn wir allerdings uns das hier anschauen, die Advanced Decline, die hat schon ein neues Hoch gemacht. Und das ist eine klare bullische Divergenz. Und das ist auch der Grund, warum wir Stand jetzt heute Anfang April 2019 weiterhin bullisch für die Aktienmärkte sind. Also warum wir Stand heute, je nachdem, wenn du das Video jetzt aktuell siehst, dann wir gehen davon aus, dass die Märkte erstmal noch ein bisschen weiter steigen. Wenn du es in einem Jahr vielleicht erst siehst oder in zwei oder fünf, kannst du ja mal nachverfolgen, wie lange es noch so gelaufen ist. Aber das ist momentan eine ganz, ganz klare bullische Divergenz, die wir sehen. Und wenn wir uns das Ganze mal in einem längerfristigen Chart anschauen, also hier im Wochenchart, dann sehen wir, dass es sowas sehr, sehr häufig schon gegeben hat. Also wenn wir beispielsweise mal hergehen und sagen, okay, beispielsweise hier im Jahr 2015 hatten wir ja auch schon mal einen Hochpunkt und da hat es dann relativ lange gedauert, bis der Nasdaq selbst den überwunden hat. Also es war dann erst so Ende 2016, 2017 und wenn wir uns dagegen die Advanced Decline Line anschauen, so, schieben wir auch das mal hier ein bisschen nach unten. So, da hatten wir hier auch 2015 diesen Hochpunkt und da sehen wir, das kam schon viel, viel eher. Also ich mache euch das mal hier rein. Ja. So, da seht ihr also hier, bereits in 2016 ist die Masse der amerikanischen Nasdaq 100 Aktien gestiegen. Der Index kam noch nicht hinterher, war aber ein klares bullisches Zeichen, um hier long zu bleiben. Ne? Um hier nicht etwa zu sagen, ah, wir müssen erst warten, bis es rausgeht, weil das hat fast ein halbes Jahr gedauert. Aber im Inneren, also das, was man nicht im Index sieht, sondern was man im Inneren des Marktes sieht, hat man gesehen, dass es schon nach oben geht. Und aus dem Grund also achtet auf solche Divergenzen. Ihr seht das nicht jeden Tag, ihr seht das nicht jede Woche. Im Sinne der Morgenroutine achten wir da jeden Tag darauf, weil es gäbe natürlich auch, und das ist mal der Blick in die Zukunft, wird es demnächst auch mal irgendwann eine sogenannte bärische Divergenz geben. Das heißt also, wir werden sehen, dass die Aktienmärkte steigen, speziell jetzt hier der Nasdaq 100, und dass aber gleichzeitig die Masse der Aktien nicht mehr steigt und dann wird die Advanced Decline Line abfallen und das ist dann ein Warnzeichen. Da heißt es dann, okay, hier über Hedging nachdenken, aus den Märkten rausgehen und so weiter und so fort. Ne? So, und deswegen ist so eine Advanced Decline im Zuge einer Morgenroutine ein ganz, ganz wichtiges Element. Man muss eben bloß wirklich auf die Details achten. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie das alles funktioniert mit dieser Morgenroutine, ne, dann könnt ihr das unter anderem in dem Online-Lehrgang Optionshandel für kleine Konten alles nochmal euch ganz genau anschauen. Oder aber ihr macht das Allereinfachste, ihr kommt zu uns hier in die Akademie, aufs Starter-Seminar beispielsweise und lernt das alles wirklich von der Pike auf, wenn ihr daran Interesse habt. Hier unten findet ihr einen Link, da könnt ihr euch eintragen und in einem Beratungsgespräch, was kostenfrei ist, zeigen wir euch dann, wo ihr gerade steht und was ihr für Möglichkeiten hier habt, mit uns gemeinsam in der Akademie zu lernen. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser kleine Tipp hat euch geholfen, weiter und besser voranzukommen in eurem Optionshandel oder auch in eurem Aktienhandel. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.